Hallo Freunde! In einem Tierheim in Atlanta befand sich an einem Tag eine Familie von Hunden. Alle neuen Schützlinge waren in einem schlechten Zustand und brauchten Behandlung und Pflege. Am schlimmsten sah ein kleiner Welpe aus, er war absolut kahl mit entzündeter Haut. Die Krankheit ließ das Fell des Babys nicht wachsen, es beschädigte sein Aussehen sehr und stieß die Menschen ab. Niemand wollte sich mit der Behandlung des Hundes herumschlagen, der erste Blick auf den Ekel erzeugte. Amanda beschloss, einem kleinen Mädchen zu helfen. Das Mädchen arbeitet im Tierheim, sie hat die Reaktion der Besucher gesehen, also hat sie das Baby in ihr Haus gebracht, um ihr zu helfen, sich schnell zu erholen. Behandlung und Pflege brachten das Ergebnis und bald begann der Körper des Babys mit Wolle bedeckt zu werden. Amanda nannte ihre Schützlinge Mel, sie liebte sie sehr und freute sich über jeden kleinen Erfolg auf dem Weg zur Genesung. Das Mädchen konnte Mel nicht behalten, aber sie entschied, dass sie ein besseres Zuhause für das Mädchen finden würde. Bald war Mel an Terry interessiert. Die Frau liebt Hunde sehr und sie hat bereits mehrere Vier-Augen-Haustiere, aber sie versucht, Mel so viel Aufmerksamkeit wie möglich zu schenken und tut alles, damit sich das Baby so schnell wie möglich an ihr Zuhause anpasst. Dank der Fürsorge seiner Gastgeberin wurde Mel schnell vertraut und wurde mit den anderen Haustieren befreundet. Der kleine Welpe hat keine Angst vor großen Hunden, weil Terry eine Atmosphäre von Liebe und Freundschaft geschaffen hat, die auch an ihre Haustiere weitergegeben wurde. Eine Frau postet ständig Fotos ihrer Hunde. Die Bilder zeigen, dass die Tiere von Aufmerksamkeit und Sorgfalt umgeben sind, sie gesund und glücklich sind. Mit der richtigen Behandlung gehört Mels Hautkrankheit der Vergangenheit an, ihr Körper ist jetzt mit glänzendem, hellem Fell bedeckt. Sobald das Baby wieder gesund wurde, wurde klar, dass Mel nicht nur klein ist, sie ist ein reinrassiger Chihuahua. Mel wurde schnell zu einem Liebling seiner Herrin, sie versucht, die Frau nicht einen Schritt weiter zu gehen. Terry sagt, dass sie es nicht bereut, ein weiteres Haustier bekommen zu haben, denn trotz ihrer kleinen Statur hat Mel ein großes liebevolles Herz. Freunde, unterstütze meinen kleinen Kanal mit einem Gefällt mir und einem Abonnement. Danke fürs Zuschauen, wir sehen uns in den nächsten Ausgaben auf dem Kanal über unsere Lieblingstiere.